Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von World of Tanks und wir spielen unseren 12T. Leichter Panzer. Auf dem Flugplatz mit 9ern. Wuhu! Ja, hier die geile Büstentarnung. Weißt du, richtig geil und so, ja. Ach, ihr Langweiler, habt alle keine Tarnfarben. Habe ich auf meinem Hauptaccount auch zwar, habe ich zwar auch nicht, aber das ist anders, ich darf das, eh nicht. Das ist die Frage. Wollen wir auf die Scouts warten? Oder einfach voll Karacho durch? Was macht denn der ELC oder T71? Bewegung! Der T71 macht gar nichts. Wenn die AFK, dann machst du direkt, wenn die Kanone von Anfang an gerade nach unten geht. Das sind die AFK, aber die starten ja mit der Sicht so. Dann gucken die automatisch so ein bisschen nach unten. Der ELC macht einen Scout. Nein! Ein unserer Ketten ist zerstört! Wir sitzen fest! Ich dachte, das geht nur so ein Stück runter. Plötzlich hebe ich dafür ein paar Meter ab. Wir haben die Kette repariert. Scheiße. Fahr los. Was eine Kacke. Voll daneben. Voll daneben. Der ging voll durch ihre Panzerung. Voll daneben. Der ging voll durch ihre Panzerung. Oh oh. Ey, wir können doch noch ein bisschen was reißen hier. Voll wahnsinnig, ey. Den will ich haben. Low Range 40T. Bist du irgendwie gestört? Ziel nicht auf mich, ey. Ist unhöflich, auf andere Panzer zu zielen. Also mit dem Ding, ja? Lass ich nicht auf mich zeichnen. Was ist denn da jetzt eigentlich explodiert? Leopard PTA? Oh Gott, hier ist Wasser! Ich höre dafür. Das ist Wasser zu klein. Ach nö! Ich höre Explosionen hinter mir. Ziemlich ungesund. Alter, T71 macht da voll Schaden. Das muss wir tun. Wir haben sie. Da habe ich ausgesehen an den Lorraine vorbeigeschossen. Es ist jetzt natürlich ärgerlich, aber da kriegt er eh Entschädigung für, also was soll's. Na, Löwe? So. Ob wir durchs Wasser fahren können, ohne zu ersaufen? Let's try it! Ach so, ist ja voll niedrig. Ich dachte, wir gehen jetzt ja voll unter oder so. Ey, wir sind ein 6er-Panzer, im 9er-Gefecht. Wir töten erstmal 9er. Also ich meine, wir haben zwar irgendwie abgestaubt, ja, aber trotzdem. Allein die Tatsache, dass wir überhaupt jemanden getötet haben. Der T71 ist voll heftig, ey. Nein. Fahrzeug zerstört! Ach scheiße! Plötzlich ist so ein Löwe am Stehen. Oh. Kacke! Jetzt können wir aber nochmal den Shiny Noom zeigen, du. Jetzt zeige ich dir, was er drauf hat, während ich etwas trinke. Ich hoffe, wir machen jetzt hier etwas Wichtiges fürs Team. Also wäre ziemlich scheiße, wenn nicht, aber es ist ja mal egal. Boah, hier diese kleine Knutschkugel, wa? Ich habe so auch im Baumarkt die letzten paar Platten zum Glück geschmeißelt hier so. Schmeißelt vor allem. Ja, auf jeden Fall. Also wo ist denn hier noch? Da gibt's noch einen anderen Panzer, der richtig scheiße aussieht. Haben wir den auch? Ja, PZSFLIVC. Da ist er. Ist auch richtig hässlich, der Panzer. Auf geht's! Ist das Strange Map? Ich finde die Map wirklich ziemlich lustig. Wir fahren da hinten hin. Machen eine Wanderung.
und töte Leute. Ich bin volles Reimgenie. Nehmen die Abkürzung über die Berge. Die Berge. Die Berge. Von den blauen Bergen kommen wir. Unser Lehrer ist genauso doof wie wir. Mit dem Pimmel und dem Trecker sieht er aus wie Boris Becker. Mit den blauen Bergen kommen wir. Von den blauen Bergen kommen wir. Von den blauen Bergen kommen wir. Boah, es gibt so viele Strophen von. Ich bin ausgerichtet hier mit dem Pimmel und dem Trecker. Kann mir mal bitte einer erklären, warum ich immer der bin? Oh, nee! Übertreib, Junge. Da hast du wohl die Schüsse irgendwie im Lotto gewonnen. Was ist da los? Ja, Kollege, doch. Ich hoffe, dir ist klar, dass ich jetzt eine reine Zwiebeln werde, doch. Kleine Sau. Voll durch ihre Panzerung. Du machst doch keinen Schaden, Typ. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Oh, oh. Ach, nee. Oh, oh. Beinbruch, ey. Sie böse erwischt. Wieso komme ich mit dem Kopf auch nicht durch? Was ist da los? Wir haben sie nicht mal angekratzt. Was ist da los? Hä? Wo ist das schon hingegangen? Kette wurde getroffen. Wir sind erledigt. Raus hier. Oh, ich habe so geile Runden gehabt. Und die sind die Runden jetzt gerade voll scheiße. Vorführeffekt. Richtiger Vorführeffekt. Aber nächstes Mal. Dann sehen wir das. Bis zum nächsten Mal. Tschö.